Ja, meine Lieben, wo fängt richtiges Grillen an? Das ist die Frage aller Fragen. Auf einer Feuerplatte, auf einer Griddleplate, auf einem Kontaktgrill? Nein, auch nicht auf so einer runden Feuerplatte. Nein, das ist für mich kein richtiges Grillen. Für mich persönlich fängt richtiges Grillen auf einem Grillrost an. Am liebsten natürlich mit einer gescheiten Glut unten drunter. Aber im Zweifelsfalle ist dem Grillgut ja relativ wurscht, woher die Hitze kommt. Also können wir auch einen Grillrost im Gasgrill nehmen, im Smoker oder so wie es ich heute mache. Von den Severin PS. Ich kann schon wieder nicht lesen auf die Grille. PG8560 Kontakt, Dings, nicht Kontaktgrill. Ja, Tischgrill. Tischgrill mit Grillrost. Ganz genau. Das Ding habe ich mir heute geholt. Hat mich quasi nichts gekostet. War der Gutschein, den ich bekommen hatte, weil mein Ceranfeld so einen klitzekleinen Kratzer hatte. Habe ich bemängelt, habe ich einen Gutschein gekriegt. Habe ich heute eingelöst, weil es muss jetzt unbedingt wieder mal was auf dem Rost. Und naja, gut, wir haben halt elektrische Hitze unten drunter. Soll dem Ding keinen Abbruch tun. Ich probiere ihn jetzt heute aus und dann gucken wir mal, wie das Teil arbeitet. Ob man darauf auch schön was grillen kann. Ich habe mal was relativ fertiges vom Metzger mitgenommen, eben einen Spieß, und dann habe ich noch mir einen Schweinebauch schneiden lassen, den würze ich jetzt noch schnell und mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Spieß finde, dann mache ich mir eine Grillfackel draus. Tja, wie komme ich auf eine Grillfackel mit einem Bacon, mit einem Schweinebauch? Ganz einfach durch das neue Buch vom Oliver Sievers. Einfach genial grillen, Spieße. Oh, Und irgendwo habe ich es doch gehabt am Anfang. Ein Grillfackeln. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich noch irgendwelche Spieße hier auf die Schnelle finde. Oder ob die alle im Keller verschwunden sind. Keine Panik, Spieße sind alle mitgekommen. Und ja, Titel vom Video, Test vom Severin Tischgrill. PG, hau mich tot die Nummer. Okay, gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche, wo ich den Grill schnell noch auspacke vorher, aufbaue. Beziehungsweise wir kümmern uns erst um den Bacon. Schweinebauch. Juhu! Ich bin doch noch fündig geworden. Die, was ich mir da mal gekauft habe, die Doppelspieße, die werden bestimmt funktionieren. An Rub, den es leider nicht mehr gibt. Den Sweet 60s, der kommt ungefähr, ja, bei so halbwegs vielleicht an das Rezept vom Oliver Sievers hin, was da in dem Buch drin ist, was man nehmen soll. Weil da wird viel mit Rohrzucker gearbeitet. Was habe ich hier jetzt schöne? Tja, mein Daumennagel wieder. Mann, der regt mich auf. So. Einmal so einen unmarinierten Spieß. Aber der bleibt nicht lang unmariniert. Ich nehme hier einfach meine Barbecue-Whisky-Soße. Ich tue da einfach mal einen Sputz drüber. Dann haben wir nämlich auch gleich noch ein schönes rauchiges Aroma dran. So, dann darf der auch noch mal ein paar Minuten im Kühlschrank.
Ich schneide mir jetzt bloß schnell die Schwarte weg und den Knorpel raus, weil das Zeug braucht kein Mensch. Das heißt Schwarte, bloß das Äußerste hier. So, Freunde, dann tun wir hier jetzt ein bisschen was von dem Rock drauf. Also da kann man auch nehmen, was man möchte. Den Rub, was ich hier habe, gibt es ja leider eh nicht mehr. Zeit einmal raus zu experimentieren, was da alles drin ist. Auf alle Fälle viel brauner Zucker, das weiß ich. Jetzt könnte man noch für den rauchigen Geschmack noch ein bisschen was von der Barbecue-Soße drauf tun, aber das lasse ich weg. Könnte man. Wäre so eine Idee. So, und wie bauen wir jetzt unsere Grillfackel? Einfach in sich selber drehen. Habe ich ehrlich gesagt selber auch noch nie so gemacht. Toll, dann schau, ich mein frisches, gewaschenes und gebügeltes T-Shirt wieder eingesaut. Sehr fix. Jo, fertig werden meine Grillfackeln und ich mache hier jetzt erstmal Ordnung und danach sehen wir uns genau hier mit den Severin Tischgrill wieder. So, Freunde, so sieht er nun aus. An der Seite ist noch der Regler dran. Im Innenbereich den Spritzschutz, Windschutz nicht verwenden. Die können mich mal. Den verwende ich auf alle Fälle herin. Dann haben wir hier ganz wichtig eben den Grillrost. Ja, endlich wieder richtig grillen. Auch drinnen. Auch wenn es elektrisch ist. Das Ding kann man herausnehmen. Die Schale kann man dann eben auch rausnehmen. Ja. Und in die Schale soll man auf alle Fälle Wasser reintun. Macht das Ding nachher leichter zum Putzen, zum Saubermachen. Vermindert Rauchentwicklung und was weiß ich, was soll ich nicht alles schreiben. So, ein bisschen was geht noch rein, dass wir bis Maximum kommen. Ja, so knapp 1,5 Liter. Na, wo sind wir denn? Hier sind wir. So sieht die Front aus. Da werde ich jetzt gleich einmal sehen, ob das dann auch beleuchtet ist. So, dann stecken wir das hier wieder rein. Und dann werde ich jetzt den Yoshi erst einmal volles Programm aufheizen. Jo, leuchtet blau, leuchtet rot. Okay, und ich drehe den jetzt mal, machen wir mal das Licht aus. Dann heizen wir das Ding erst einmal gescheit auf und gucken, was passiert. Richtig geil wäre es jetzt gewesen, wenn die Heizspirale hier getrennt gewesen wäre
und mal links und rechts separat einschalten könnte. Das wäre mir am liebsten gewesen, weil dann hätten wir mit einer Schüssel oder einer Schale, IKEA-Schale, einen indirekten Bereich machen können. Das wäre mal richtig geil gewesen. Aber da habe ich jetzt lange genug gesucht, die Schnauze voll gehabt und jetzt habe ich mir einfach das Ding geholt. Es glüht! Es glüht! Sieht man natürlich erst, wenn das Licht aus ist. So, so lasse ich ihn jetzt noch eine Minute stehen, bis das halbwegs ausgebrannt ist. Und dann machen wir weiter. So Leute, dann wollen wir mal. Ich habe zwischenzeitlich nochmal komplett ausgeschalten gehabt und jetzt auf genau senkrecht halbe Kraft geschalten. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus, was sich darauf tut. Oder ob wir den noch höher befeuern müssen. Ich weiß es noch nicht. Und im Hintergrund mache ich mir ein paar Bratkartoffelchen, die allerdings aus so einer halbfrischen Fertigpackung kommen. Ja, so könnte man sagen. Gut. Ja. Zu schnell fertig soll es ja jetzt auch nicht werden. Ja, im Prinzip haben wir hier jetzt wieder Flachgrillen. Wir haben ja keinen Deckel. Leider. Also sowas, wenn die Leute, die Hersteller machen würden. Mit einem gescheiten, ordentlichen Klappdeckel. Getrennte Zone in der Größe. Das wäre für mich genau das Optimale für zu Hause. Ein bisschen hoch und dann schauen wir mal so in 2, 3, 5 Minuten, was damit passiert. Oh ja, da tut sich wirklich was. Also ich muss mich jetzt an dieses Gerät auch erstmal rantasten, auch wegen der Temperatureinstellung. Ja, heiß ist schon. Immer noch ein bisschen hoch und wie am normalen Grill die Grillfackeln immer schön drehen. Ich glaube, meine Waschmaschine ist fertig. Ja, dann grill ich jetzt mal soweit fertig und dann schauen wir uns nachher das Ergebnis an, Leute. Von der Hitze lasse ich es jetzt einfach mal so. So Freunde, ich habe jetzt tatsächlich die Hitze wieder etwas runter reguliert. Und ja, Grillfackeln dürften gleich fertig sein. Das dicke Fleisch lassen wir noch ein bisschen länger dann drauf. Ja, aber ein bisschen anknuspern dürfen sie noch. Und jetzt mache ich erstmal Fenster auf hier. Ja Leute, was soll ich sagen? Es verhält sich wirklich wie auf einem normalen Grill. Und so langsam werden die Grillfackeln auch knusprig und lecker. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Geil. Richtig, richtig geil. Meine Bratkartoffeln sind auch soweit fertig. Ja, und der Spieß, der braucht einfach noch ein bisschen. Da wäre mir jetzt ein indirekter Bereich am liebsten gewesen. Mann. Aber er hat definitiv Röstaromen. Aber das nächste Mal mache ich das Ganze hier über den Dunstabzug, das weiß ich wie's. Über den Dunstabzug, unter dem Dunstabzug. Ja. So, dann würde ich mal sagen, tun wir die erste Grillfackel probieren. Und dazu Cam auf mich. So, nicht so einfach, wenn das Ding hier steht. Masse. Mmh.
Richtig, richtig geil. Wow. Lecker. Kann aber noch ein bisschen. Die lassen wir noch ein klein bisschen knuspriger werden. Und den anderen Spieß sowieso. Tja, und da hole ich euch natürlich nachher wieder dazu. Und ein erstes Fazit kann ich schon abgeben. Funktioniert hervorragend. Nur etwas dickere Sachen wie so ein Schaschlikspieß. Das braucht halt, da muss man aufpassen, dass es nicht verkokelt. Ja, aber immer wieder drehen und wenden, dann sollte das auch klappen. Aber jetzt so für Steaks und so, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das als nächstes machen da drauf. Ja, dann entspieße ich schnell noch meine die Yoshis hier. So Leute, und jetzt mal ohne Witz, ich bin überrascht, wie lecker solche, ja, fast frische Bratkartoffeln aus der Packung sein können. Gewürzt sind die auch hervorragend. Geil. Spare ich mir in Zukunft. Naja, gut. Ich werde schon selber wieder welche machen. Aber endlich mal wieder was wirklich gegrilltes nach der Arbeit. Lang ist's her. Genug gelabert, dann warten wir noch auf den letzten Spieß mit dem Gemüse drauf und dann esse ich in aller Ruhe fertig auf. So Freunde, ich hoffe ihr könnt es mir verzeihen, ich habe den Spieß jetzt schon runter und klein geschnippelt. Nicht schlecht. Der Spieß mit den Bauchscheiben hat mich 4,46 € gekostet. Also keine 5 Euro. Kann ich eigentlich nicht maulern. Und von den Spießen werde ich mal wahrscheinlich wieder welche holen, aber die dann noch selber zusätzlich einlegen. Dann spare ich mir die ganze Arbeit mit den Spießen. Aber kann man ja jederzeit ohne Probleme selber machen. Oder man holt sich auch so fertige Spieße. Also, da werden wir noch was zu sehen bekommen. Für 50 Euro, was mich dieser Grill jetzt gekostet hat, bin ich absolut top zufrieden. Ich setze noch einen Link unten rein. Und ja, ist jetzt auf meiner blauen Couch. Wenn euch dieses kleine, ja, Grill- und Testvideo gefallen hat, so kann man es eigentlich benennen, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, Abo, würde mich alles freuen. Und Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und ja, dann schauen wir mal, ob getopft wird, gegrillt wird, oder irgendwas anderes gemacht wird. Ha! Okay, wir sehen uns. Tschaikowski.
Und wer putzt mir das jetzt?